Herzlich willkommen, Frau Dr. Holzinger. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Stellen Sie sich gerne einfach mal in Ihren eigenen Worten vor, sodass alle wissen, mit wem wir es heute zu tun haben. Ja, also vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich in Ihrem Kreis und in Ihrer Runde Schlaf, Traum und luzides Träumen vertreten darf und einbringen darf. Ich beschäftige mich ja meine ganze Berufslaufbahn mit diesen Themen. Vom Grundberuf her bin ich Psychologin und dann von der Weiterbildung her Psychotherapeutin für integrative Gestalttherapie, habe aber von Anfang an, also schon bevor ich das Doktorat begonnen habe, mich dem wissenschaftlichen Arbeiten auch verschrieben, beziehungsweise es hat sich so entwickelt. Manchmal denke ich mir, wenn ich mir so überlege, wie meine Laufbahn war, planen habe ich da nicht viel können, denn Schlaf- und Traumwissenschaften hat es damals in Europa kaum gegeben und in Österreich schon gar nicht. Umso größer das Glück, dass ich für meine Dissertation damals ein Stipendium erworben habe und bei Stephen LaBerge an der Stanford-Universität. Ich glaube, eine der ersten systematischen physiologischen Studien über das luzide Träumen hat machen dürfen. Der luzide Traum, Phänomenologie und Physiologie, so hat meine Dissertation geheißen. Und ja, es war dann eigentlich so, dass damit die Schlafforschung für mich begonnen hat, denn ich habe das gar nicht so genau gewusst, muss ich ehrlich zugeben. Ich meine, das Psychology Department in Stanford war schon, ich soll mal sagen, respekteinflößend genug. Aber eigentlich war ein Medical Department oder an der Medical School bereits eins der größten Schlaflabore tätig unter der Leitung von William Dement. Und ihm verdanke ich es dann auch, dass ich in seinem Schlaflabor mit Stephen LaBerge diese Studie habe durchführen dürfen. Damit war ich sozusagen im Zentrum der Schlafforschung. Und so hat dann sozusagen eins das andere ergeben. Ich habe dann lange nicht gewusst, ob ich wirklich in Österreich bleiben möchte. Ich habe die Dissertation in Österreich dann fertig gemacht. Aber auch aus privaten Gründen hat sich es dann so entwickelt, dass ich doch in Österreich geblieben bin. Und auch mit Glück, ich glaube 1991, die Österreichische Gesellschaft für Schlafmedizin und Schlafforschung habe mitbegründen dürfen. Schwierig genug für eine Psychologin, noch dazu eine Frau unter den ehrwürdigen Professoren. Und das war auch die ersten, ja, das erste Jahrzehnt ein bisschen schwierig in der Richtung. Aber meine Generation und die jüngere Generation hat es jetzt Gott sei Dank ja übernommen, auch in dieser Gesellschaft. Und jetzt ist das wunderbare Kooperation und schönes Zusammenarbeiten. Und im Laufe der Zeit hat sich mein Arbeitsfokus, begleitet immer von der Therapie natürlich, also von der Psychotherapie, die ich auch praktiziert habe und dann eben auch als Lehrtherapeutin angeboten habe für integrative Gestalttherapie. Mein Wissenschaftsthema vom luziden Träumen zunächst erweitert aufs Träumen, auf Träume an sich und dann auf den Schlaf. Denn so um 2000 herum hat es bei den internationalen Konferenzen immer mehr Präsentationen gegeben, wo Kollegen evidenzbasiert nachgewiesen haben, dass psychologische Interventionen bei der Ein- und Durchschlafstörung mindestens so effektiv zur Bewältigung beitragen, als wie es Medikamente tun. Das hat mich sehr begeistert. Und dazu habe ich dann mir erlaubt, meinen gestalttherapeutischen Hintergrund einzubringen und aus der Hypnose und der Entspannung eben Elemente und dann auch noch die Traumarbeit inkludierend. Und daraus haben wir dann das Schlafcoaching entwickelt und das medizinische Schlafcoaching und das zuerst, glaube ich, 2007 beschrieben. Heutzutage haben das so irrsinnig viele Leute aufgegriffen und man findet Schlafcoaching überall. Aber man muss ein bisschen aufpassen,
wie qualitativ wirklich dieses Schlafcoaching ist, wenn man das sozusagen irgendwo einen Kurs macht, der 3 Stunden oder so dauert. Ne? Also unser Masterlehrgang, von dem wir vorher gerade gesprochen haben, dauert ja eigentlich 5 Semester. Und da sieht man dann, dass es wichtig ist, aus unserer Sicht wirklich in den Hintergrund zu haben und den natürlich auch zu vermitteln, was die Schlafmedizin betrifft, die Wissenschaft um den Schlaf, auch wenn es um die Behandlung und Erforschung natürlich von Schlafstörungen geht, aber auch von Albträumen zum Beispiel und die Traumarbeit generell. Weil man träumt und schläft sozusagen eingebettet in das, was man vom Schlaf weiß. Ne? Und die Physiologie ist aus meiner Sicht als Gestalttherapeutin immer auch ein wichtiger Faktor. Nach wie vor, so wie es damals in meiner Dissertation war, das Erleben natürlich einerseits, aber andererseits auch, was, in welcher Welt befinden wir uns denn auch rein physiologisch gesehen, wenn wir schlafen und träumen. Es war jetzt lang, oder? Aber es gibt ja auch viel zu erzählen. Daher vielen Dank für die Vorstellung. Es klang so oder so spannend, aber vielleicht zur Einordnung für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die da jetzt vielleicht die Namen noch nicht gehört haben. Stephen LaBerge ist ja so in der Klartraumforschungswelt eine absolute Koryphäe und sein Buch Exploring the World of Lucid Dreaming ist, also ich glaube, das war in vielen Klartraumforen und so weiter, galt es als so die Bibel des Klarträumens. Also, dass sie mit ihm zusammen gearbeitet haben, ist schon sehr spannend. Insbesondere so mit am Anfang. Also so ich habe den Eindruck, dass es davor zwar schon vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle irgendwie mal Erwähnung gefunden hat oder so, aber dass dann wirklich viel passiert ist in der Richtung, hat, soweit ich das auf dem Schirm habe, so dort angefangen. Und genau, korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt. Ich würde gerne, wenn wir jetzt in dieses Thema Schlaf eintauchen und träumen und Klarträumen und Albträumen, würde mich eine Sache interessieren, und zwar: Haben Menschen immer schon so geschlafen, wie wir es jetzt machen? Also, dass man praktisch morgens aufsteht, dann den Tag über wach ist, abends ins Bett geht, die Nacht durchschläft und dann wieder aufsteht? Ja, das ist eine sehr gute Frage, die nicht wirklich ausreichend beantwortet werden kann, weil wir zu wenig Feldstudien auch noch jetzt aktuell haben. Es gibt zwar welche, ich glaube aus Südafrika und auch aus Südamerika und aus Afrika, wo man sieht, dass so ähnlich geschlafen wird, sozusagen von der Schlafstruktur her, wie wir das tun. Aber das sind nur einige wenige Gruppen, die untersucht worden sind. Was ganz wichtig anzumerken ist, dass wir ja im mediterranen Raum die sogenannte Siesta-Kultur kennen, wo man ja den Schlaf eigentlich noch immer oder bis vor kurzem, es verschwindet leider Gottes, diese Siesta, aber in 2 Phasen geteilt hat. Also das heißt, man ist eigentlich relativ lang wach geblieben, also spät schlafen gegangen, aber trotzdem früh aufgestanden und hat dann nochmal eine Pause nach dem Mittagessen eigentlich von so etwa 3 Stunden. Also da könnte man sagen, man hat den Schlaf in 2 Portionen geteilt, und das würde man biphasischen Schlaf nennen. Und was wir sonst noch wissen, ist aus Dokumenten und fast der Belletristik, dass bevor das elektrische Licht erfunden wurde, beziehungsweise die Glühbirne, also man dann die Möglichkeit gehabt hat, die Nacht zum Tag zu machen, was ja leider Gottes gleich für Arbeit genützt wurde, gab es Bemerkungen, weniger im deutschsprachigen Raum, sondern eher auch im englischsprachigen und im französischsprachigen Raum, von dem sogenannten First Sleep und Second Sleep.
auch sehr spannend, auch wieder so eine Portion von etwa 4,5, 5 Stunden und dann nochmal eine Portion von etwa 3 Stunden, wobei man davon ausgegangen ist, dass zwischen diesen zwei Phasen einige Stunden Zeit liegen, aber das sozusagen beides während der Dunkelheit, also in der Nacht vor sich geht. Man hat immer gesagt, jetzt aber im mitteleuropäischen Raum, man geht mit den Händeln schlafen und steht mit den Händeln auf, aber das wäre dann für zu lang, im Winter sowieso. Also 12 Stunden zu schlafen, davon geht man eigentlich nicht aus, dass man das getan hat. Aber man geht davon aus, dass man dann doch relativ verschlafen gegangen ist und dann sozusagen in der Mitte Pause hatte, eine Schlafpause. Und dann noch einmal etwa 3 Stunden den Second Sleep gepflegt hat. Spannend. Dieses Thema könnte man sich vertiefen. Das hat ja. Spannend. Und ich könnte auch Aufschluss geben für zum Beispiel Schichtarbeitspläne etc. etc. Also ja. Über auch ein Thema, das leider Gottes schwer vernachlässigt wird. Ja, also die Rolle des Schlafes für die Gesundheit am Tag ist ja eine ganz zentrale. Wenn wir jetzt vielleicht erstmal noch beim Thema Schlaf generell bleiben. Sie beschäftigen sich ja neben den Themen wie eben Träumen, was wir ja vorhin schon kurz angesprochen hatten, eben generell mit Schlafqualität. Es gibt ja auch Schlafcoachings und es gibt von Ihnen auch ein Buch dazu, zur Schlafqualität. Das verlinken wir natürlich alles. Das wunderbar. Heißt, wer da Interesse hat, da nachzulesen, sich die Bücher zu holen, findet die Infos dort. Genau, steigen wir erstmal in dieses Thema ein, Schlafcoaching. Was ist Schlafcoaching eigentlich? Also das Schlafcoaching, wie es wir verstehen, und wir haben es ein bisschen umbenannt, damit man es auch wirklich identifizieren kann, weil wir natürlich glauben, dass wir qualitativ hochwertiges Schlafcoaching anbieten, nennt sich medizinisches Schlafcoaching nach Holzinger und Klösch. Und beinhaltet, ich sage mal, 4 Felder auf der Basis von gestalttherapeutischem Arbeiten mit Menschen. Und das halte ich jetzt für sehr wichtig, das auch zu erwähnen, denn die Gestalttherapie oder die Gestaltpsychologie liegen mir nach wie vor am Herzen. Es ist eigentlich so meine erste Ausbildung und auch meine Beheimatung, wenn es um das Verstehen oder sagen wir mal das Bemühen um das Verstehen von Menschen, der Psychologie von Menschen und der Kommunikation geht. Und da werden manche Themen betont, die man sonst weniger findet und die aber sehr menschlich eigentlich sind. Also ein wäre zum Beispiel das Thema der inneren Haltung. Also für Gestalttherapeuten ist es wichtig, auf den Klienten partnerschaftlich zuzugehen. Insofern würde das Wort Coaching auch gut passen, weil man versteht sich als Katalysator und als jemand, der den Klienten, die Klientin eigentlich dabei unterstützt, herauszufinden, was für sie oder für ihn passt, worum es für sie oder für ihn geht. Und weniger, wo man sozusagen Rezepte vermittelt. Das kommt natürlich vor, ja, weil man ja hoffentlich als Schlafcoach sich besser auskennt als der Klient, was Schlafforschung betrifft. Also insofern wird man schon sich auch mit diesen Themen und Wissen einbringen. Aber trotzdem ist immer zentral unser Klient oder unsere Klientin im Sinne von sie oder er weiß eigentlich, trägt das Wissen, um wie der Schlaf sich verbessern kann, aus welchen Gründen auch immer man eben dann Schlafthemen entwickelt hat, eigentlich in sich und es geht darum, die aufzuspüren und dann auch Interventionen zu finden, die auch für die Person passen.
Also ich glaube, heute würde das unter das Schlagwort Personalized Medicine passen, wobei wir ja Coaching anbieten und nicht Medizin im eigentlichen Sinn. Und dann gibt es da noch so ein paar Themen in der Gestalttherapie, die man kennt, aber der Gestalt nicht so zuordnet. Also, dass zum Beispiel das Ganze etwas anderes ist als die Summe der einzelnen Teile einer Entität. Also das heißt, dass man versucht, den Menschen ganzheitlich zu verstehen. Daraus resultiert aber dann noch etwas anderes, nämlich die sogenannten Gestaltgesetze aus der Gestaltpsychologie. Die hat man gehört und das kennt man, aber sie sind so eigentlich ins Allgemeinwissen übergegangen, dass man gar nicht mehr daran denkt, dass das eigentlich aus der Psychologie kommt und dass da noch viel mehr Wissen gibt und viel mehr Ableitungen davon. Denn man hat sich in der Gestaltpsychologie eigentlich um sogenannte Naturgesetze bemüht, auf Basis der Beobachtungen der Wahrnehmung. Also man hat bemerkt, dass das, was man misst, etwas anderes ist, als das, was man wahrnimmt, und hat versucht, Modelle zu entwickeln, die es die Berechnung erlauben zwischen diesen beiden Themen. Also wie geht sich das aus, dass man einen Menschen, der auf der Netzhaut ein paar Millimeter ist, wenn überhaupt, als 1,80 Meter groß wahrnehmen kann, auch wenn er also nicht 50 Meter entfernt von einem dasteht, zum Beispiel. Und ganz bekannt sind natürlich die Vexierbilder, also die alte Frau und die junge Frau zum Beispiel, oder die Profile und die Vase. Und je nachdem, worauf man sich konzentriert, sieht man Vordergrund oder Hintergrund, also die Profile oder den Pokal oder die Vase. Und das übertragen wir zum Beispiel auf die Arbeit mit Menschen, sodass der biografische Hintergrund auch ein Thema sein kann in unserem Schlafcoaching und nicht nur jetzt sozusagen die Beschwerde, ich kann nicht schlafen. Auf dieser Haltung aufbauend haben wir dann natürlich die Studien der Kollegen integriert, nämlich die aus der Verhaltenstherapie kommen. Die kognitiv-behaviorale Therapie für Insomnie, wunderbar evaluiert, mit wunderbaren Themen und Techniken, die Menschen sehr dabei unterstützen, den qualitativ hochwertigen Schlaf oder Schlaf überhaupt wieder zu finden. Da gehört auch das Wissen um den Schlaf dazu, denn auch da sehen wir das so, dass Schlafcoaching nachhaltig wirken können soll, und man kann sich am besten dann selber helfen, wenn man weiß, was mit einem passiert, gerade wenn man wieder mal nicht schlafen kann. Wir hätten dann noch dabei die Entspannung bis hin zur Hypnose bzw. Selbsthypnose, weil wir davon ausgehend, dass sehr häufig Anspannung uns am Schlaf hindert. Und damit man die bestmöglichen Voraussetzungen für den Schlaf schaffen kann, haben wir die Entspannung hier, Tiefenentspannung, mit integriert. Und was uns auf jeden Fall abhebt von allen anderen Schlafcoaches, ist, dass wir die Traumarbeit hier mit einbeziehen. Und die Albträume und die Bewältigung von Albträumen. Da ist am Rande dann auch das luzide Träumen oder Klarträumen mit dabei. Ein volles Paket. Menschen, die Schwierigkeiten haben zu schlafen, haben ja entweder Ein- oder Durchschlafschwierigkeiten, wenn ich das richtig sehe. Und ich kann mir vorstellen, dass die Art und Weise, wie man sein Leben angeht, also im Sinne von, konsumiere ich vielleicht abends nochmal irgendwelche spannenden Dinge, bin ich viel am Bildschirm,
wie viel bewege ich mich und so weiter, dass das alles praktisch noch bevor ich auf bestimmte Dinge eingehe, inhaltlicher Art, also so, ob ich vielleicht irgendwas noch verarbeiten muss oder so, wird sowas bestimmt auch beachtet werden. Also die Art und Weise, wie gestalte ich meinen Tag, wie gestalte ich vor allem eben meinen Abend, damit ich schlafförderliches Verhalten an den Tag lege, damit ich vielleicht besser schlafen kann. Lange Rede, kurzer Sinn. In den letzten 2 Jahren ungefähr hat sich ja das Leben im Prinzip aller Menschen sehr viel verändert, so dass bestimmt die Schlafqualität auch davon beeinflusst wird. Also beispielsweise kann ich mir vorstellen, dass Menschen vielleicht sich weniger bewegt haben, dadurch, dass sie jetzt von zu Hause aus arbeiten und mehr Bildschirmzeit vielleicht haben und so weiter. Und ist das was, was Ihnen auch begegnet in Ihrer Arbeit, dass jetzt vermehrt Menschen berichten, dass sie Schwierigkeiten haben, zu schlafen, egal ob es jetzt ein- oder durchschlafen ist? Und gibt es bestimmte Tipps, die Sie, also die man vielleicht generell geben kann? Also, soweit das, was Sie beschrieben haben, klang jetzt sehr danach, dass man individuell schaut, was natürlich wahrscheinlich die beste Variante ist, wenn man die Möglichkeit hat. Aber vielleicht gibt es trotzdem allgemeine Tipps, die man so geben kann für verbesserte Schlafqualität, insbesondere jetzt zu aktuellen Zeiten. Wir haben ja das große Glück gehabt, dass zu Beginn des ersten Lockdowns wir die Fragebögen, die wir auf unserer Webseite platziert hatten, vorhanden waren. Und so habe ich mir gedacht, ich möchte das gern festhalten, denn mir schien, dass damals schon Schlafverhalten sich ein bisschen geändert hat. Und das ist eben auch gelungen. Das heißt, wir haben eine erste Umfrage gemacht unter Menschen und allerdings halt adressiert an die Personen, mit denen ich früher zu tun gehabt habe, die schon mal ein Seminar oder so gemacht haben oder beim Vortrag waren. Und da ist herausgekommen, das war ganz zu Beginn des Lockdowns, des ersten Lockdowns, jetzt sind wir gerade in Österreich jedenfalls 2-Jahrestag gehabt eigentlich. Erster Lockdown, zweites Jahr und jetzt beginnt quasi das dritte Jahr. Aber damals ist rausgekommen, gerade zu Beginn, dass die Leute plötzlich besser geschlafen haben, weil sie nicht mehr aufspringen mussten und in die Arbeit laufen mussten und länger geschlafen haben. Und da ist auch eine Publikation rausgekommen, Austrians finally able to compensate their sleep debt. Das erwähne ich ganz gern, weil es ja für Schlafcoaching auch wichtig ist, zu wissen, dass wir eigentlich jedenfalls bis zur Pandemie in einer schlafdeprivierten Gesellschaft gelebt haben. Und wie Sie vorher angesprochen haben, Schlaf ja so extrem wichtig ist, um die Gesundheit zu erhalten auf allen Ebenen. Und wir immer wieder darauf hingewiesen haben, aber wenig gehört worden sind, leider Gottes, dass wie wichtig Schlaf ist. Und dann hat man gesehen, jetzt plötzlich, wo man die Zeit auch oder die Schlafzeit selber bestimmen kann, schläft man tatsächlich circa um 1 Stunde länger, ja, und ist besser ausgeruht und erinnert sich auch an Träume wieder. Das allerdings, also dass wir diese Studie durchgeführt haben, hat offenbar ergeben, dass dann Kollegen auf uns aufmerksam geworden sind, die eine große Initiative gestartet haben, sodass wir dann schließlich Teil einer internationalen Kooperation geworden sind, wo wir uns dem Schlafverhalten und während der Pandemie und während Covid widmen oder gewidmet haben. Diese Initiative heißt ICOS und bedeutet International Covid Sleep Studies. Und da haben, ich glaube, 15 Länder auf 4 Kontinenten, und wir haben da Österreich vertreten dürfen, was mich sehr gefreut hat, einen Fragebogen entwickelt, der online ausgefüllt worden ist. Und jedes Land hat dann halt bestimmte Anzahl, also weiß nicht, etwa 600, 700 Personen mindestens motivieren sollen, die an diesem Online-Survey teilgenommen haben. Und da, das ist dann schon ein paar Monate in die Pandemie hinein,
Also das war dann von ab 10. Juni bis, glaube Ende August online, hat sich dann herausgestellt, dass tatsächlich die Menschen beginnen oder begonnen haben, unregelmäßiger zu schlafen, weniger gut zu schlafen, Albträume zu entwickeln. Wie Sie sagen, manche schlafen ein Wochenende, die anderen können nicht einschlafen, kommen dann, schlafen dann in den Morgen hinein. Dadurch kommt die innere Uhr durcheinander, die Schlafqualität wird schlechter, das drückt auf die Laune und so weiter und so fort. Also den Teufelskreis, der dann daraus entstanden ist, kann man dann sich wahrscheinlich vorstellen. Und aus dieser Studie haben sich verschiedene Aspekte ergeben, die untersucht worden sind, zum Beispiel eben die Zusammenhänge zwischen den Ein- und Durchschlafstörungen mit den sogenannten Mental Health-Faktoren wie Depression und Angst, aber natürlich auch den Bedrohungen, die das verursacht haben, vor allem voran die finanzielle Unsicherheit. Also die Menschen waren verunsichert, wie wird es denn mit mir weitergehen und werde ich denn genug Geld verdienen können, wenn ich jetzt werde ich die Arbeit behalten können oder wie wird sich die Lage ändern? Nicht zuletzt dann natürlich auch die Bedrohung, die gesundheitliche Bedrohung und die Ängste, die damit in Verbindung gestanden sind, haben Schlaf zu einem sehr hohen Ausmaß beeinträchtigt. Also man kann sagen, die Schlafstörungen haben sie eigentlich verdoppelt. Und jetzt aktuell, allerdings ist auch dieser Online-Fragebogen schon abgeschlossen, widmen wir uns in einer zweiten Runde vor allem den Themen Covid und Long-Covid. Inwiefern haben die Einfluss auf den Schlaf und inwiefern hat dieser Einfluss auf den Schlaf gesundheitsfördernde oder gesundheitsbeeinträchtigende Wirkungen? Und was vermuten Sie, wird daraus kommen? Also, ich glaube, das darf ich jetzt schon sagen, die Faktoren rund um den Schlaf werden viel zu wenig von anderen Gruppen untersucht. Es gibt ja Studien über den Einfluss von Covid und Long-Covid. Und man weiß ja, dass der wichtigste Faktor oder der dominanteste Faktor von Long-Covid zum Beispiel Müdigkeit ist. Aber dass das dann auch gleich von Schlafproblemen und Schlafstörungen begleitet ist, hat man bisher weniger beschrieben. Und ich glaube, ich darf das sagen, das kommt in unserer Studie prominent heraus. Ein anderes Thema, das jetzt mit unserem Schlafthema vielleicht nur marginal verbunden ist, ist, dass immer wieder auch sehr gerne übersehen wird, dass Menschen auch zum Beispiel Gelenks- und Muskelprobleme entwickeln durch Long-Covid. Auch das kommt ganz dominant bei dieser Studie heraus, hat jetzt mit Schlaf nur indirekt was zu tun, weil natürlich, wenn jemand Schmerzen hat in der Nacht beim Schlafen, kann er auch nicht schlafen. Auch da wieder der Teufelskreis oder die Dynamik, die da drinnen steckt. Was ich jedenfalls auch sagen kann, ist, dass die Traumerinnerungshäufigkeit gestiegen ist. Leute erinnern sich mehr an Träume. Das heißt ein zweischneidiges Schwert, weil für manche ist es großartig, weil Träume zu notieren, Träume zu erinnern, das wissen wir, fördert unsere Selbstheilungskapazitäten. Aber wenn der Schlaf sehr unregelmäßig geworden ist und die Schlafqualität sehr schlecht geworden ist, dann führt das für manche Leute auch dazu, dass sie mehr Träume erinnern und dann sagen, ich kann gar nicht mehr schlafen, weil ich träume dauernd. Also das wollen wir ja eigentlich auch nicht erreichen. Aber das sind unterschiedliche Menschen. Ja, also das ist es halt leider Gottes in der Schlafforschung sehr häufig, dass die Themen sich als komplex herausstellen. Dass man mehr Träume erinnert, hängt das damit zusammen, dass der Schlaf vielleicht weniger tief ist oder weil die Leute länger schlafen und dann mehr REM-Phasen haben? Ja, beides. Bei manchen ist es so, dass sie länger schlafen und sich daher besser erinnern können. Das sind sozusagen die
Glücklichen, hätte ich gesagt. Aber bei manchen hat es eben dazu geführt, dass der Schlaf unregelmäßiger und damit qualitativ weniger effektiv geworden ist. Und auch das kann damit zu tun haben, dass man die Träume häufiger erinnert. Wie gesagt, das sind unterschiedliche Menschengruppen. Und das zeigt sich, wie, wenn die Schlafforschung komplex ist, na, dann ist die Traumforschung eine noch viel herausfordernde. Da wirklich zu verallgemeinern geht kaum eigentlich. Ne? Ja, klar. Hängt natürlich immer individuell davon ab, von der eigenen Situation. Aber weil wir gerade beim Thema sind, was mich schon länger interessiert, und ich habe nichts dazu gefunden, vielleicht habe ich nicht gut genug gesucht, aber vielleicht wissen Sie die Antwort. Und zwar, junge Eltern, die ein Baby bekommen, werden ja sehr oft geweckt von dem Kind. Welche Auswirkungen hat das auf die Träume? Träumt man dann mehr oder weniger? Also wird man dann mehr Träume erinnern oder weniger? Also ein auch sehr vernachlässigtes Thema, vor allem was die Mütter und die Babys betrifft. Denn die jungen Mütter hören dann immer, ja, das, man soll fürs Kind da sein und man darf das Kind nicht schreien lassen und nicht alleine lassen. Und das führt dazu, dass die Mütter eigentlich sehr häufiger Schlafstörungen entwickeln, weil sie eben sich in der Pflicht sehen, dauernd fürs Kind da zu sein oder da sein zu müssen. Und das ist wichtig, dass man damit eigentlich aufräumt, denn tatsächlich ist es so, dass das Kind noch eigentlich gar keinen eigenen Schlafrhythmus in der Form selber entwickeln kann. Das heißt, das Kind braucht da Anleitung. Und es wäre für Mutter und Kind am allerbesten, möglichst rasch dorthin zu kommen, dass das Baby möglichst dann schläft, wenn es dunkel ist, also in der Nacht, und nicht in der Nacht wach ist und am Tag schläft zum Beispiel. Das muss man wissen, das muss man den jungen Müttern sagen, und man muss sie auch ihnen vor Augen führen, dass eben sehr viele junge Mütter dann eben Schlafprobleme entwickelt haben, die sie dann gar nicht mehr später adressieren können und dann jahrzehntelang darunter leiden womöglich. Ob dann junge Eltern insgesamt mehr träumen oder weniger, das müsste man sich nochmal genauer anschauen und Daten erheben. Was man sagen kann, ist, dass, Sie verzeihen mir jetzt den Ausdruck, aber ich denke, ein neues Familienmitglied zu haben, ist eine unglaublich große Freude. Aber es ist auch eine sehr große Herausforderung. Und wir in der Psychologie sagen ja zu lebensverändernden Umständen, dass es eine Krise ist. Ich würde sagen, das Wort ist vielleicht nicht ganz passend, aber was da alles so mitkommt, ist vielleicht, geht dann vielleicht in die Richtung. Und das, was ich damit sagen möchte, ist, dass uns Träume, glaube ich, oder wie man die Daten überblickt, wird es nahegelegt, dass uns Träume bei der Bewältigung von Krisen enorm unterstützen. Also das heißt, uns dabei helfen, uns an neue Lebenssituationen anzupassen, beziehungsweise das Wort anpassen mag eigentlich auch nicht, aber dass wir uns mit einer neuen Lebenssituation gut zurechtfinden oder bestmöglich zurechtfinden. Und bedenken Sie, was man da alles entwickeln muss als junge Eltern, abgesehen davon, dass man plötzlich Verantwortung hat für ein anderes Wesen. Denke ich, bewirkt es auch eine Umstellung der eigenen Identität und vermutlich auch der Paardynamik und des ganzen Lebens, und dass man da mehr träumt, wird Sinn machen. Sie hatten gerade erwähnt, dass es sinnvoll ist, förderlich sein kann, Träume aufzuschreiben. Vielleicht könnten Sie dazu ein bisschen was erzählen, wie es ist mit Traumtagebuch führen. Ich noch einen kurzen Nachsatz. Ich habe jetzt selber da nicht ganz korrekt mich ausgedrückt. Denn natürlich haben wir wahrscheinlich
in vielen Schlafstadien, jedenfalls im REM-Schlaf, innere Traumbilder, die wir erleben. Und insofern ist nicht richtig zu sagen, dass man als junge Eltern vermutlich mehr träumt, sondern man müsste sagen, man erinnert vermutlich die Träume häufiger als vorher. Denn es geht eigentlich immer nur um die Traumerinnerung. Und das gilt eben auch fürs Traumtagebuch. Das Traumtagebuch oder Träume zu notieren, fördert den Zugang zum Träumen und bewirkt auch, dass wir mehr Träume erinnern. Und dieser Akt, es dann auch das noch auszudrücken, also sozusagen niederzuschreiben, in Worte zu fassen, dürfte schon etwas bewegen. Und insofern gehen wir davon aus, dass ein Traumtagebuch zu führen eigentlich schon eine Entwicklung, ich sage mal, in Gang setzt. Und es ist gar nicht notwendig, die Träume in irgendeiner Weise zu interpretieren. Aus unserer Sicht ist sowieso wichtiger, sich oder sagen wir, ergiebiger, sich sinnlich von der Wahrnehmung her, als Gestalttherapeut im Vorgerät, und die Wahrnehmung gekoppelt an die Empfindung und ans Gefühl und an die Erfahrung, die da mitschwingen, und sich eben auf die Wahrnehmung und die Empfindungen einzulassen, als gleich eine Interpretation vorzunehmen. Ich vergleiche das gern mit, ein Traum ist wie ein Kunstwerk, es möchte auch in erster Linie wirken und nicht interpretiert werden. Und wir gehen davon aus, dass der Traum schon was bewirkt, während er stattfindet. Und wenn man Traumtagebuch führt, gehen wir davon aus, dass wir das ein bisschen unterstützen, fördern und insgesamt mehr Zugang zum Träumen entwickeln. Wir haben ja dann eine Technik entwickelt, Dream Sense Memory, wie wir dann uns eben von der Wahrnehmung her, der Empfindung her, der Sinnlichkeit her den Träumern nähern können, damit wir dieses Wirken noch besser unterstützen können. Und es führt dann schließlich schon dazu, dass man so ein intuitives Verständnis für die eigenen Träume entwickelt. Und wenn ich vorher gesagt habe, der Schläfer, die Schläferin weiß am besten, wie man zum guten Schlaf, wie er oder sie zum guten Schlaf kommt, dann gilt das bei den Träumern umso mehr. Also es kann nur der Träumer oder die Träumerin wirklich empfinden, sage ich jetzt eigentlich, wahrscheinlich ist das beste Wort, womit der Traum sich da beschäftigt. Entschuldigung, Frau Donka, jetzt habe ich Sie unterbrochen. Nein, kein Problem. Ich entschuldige mich, weil wir über Kinder gesprochen haben, also über junge Eltern, ich wollte fragen, könnten Kinder auch Schlafstörungen entwickeln und träumen die auch ähnlich wie Erwachsene? Die Träume bei Kindern und Schlaf bei Kindern ist ein riesiges Feld. Da sollten wir vielleicht mal extra drüber sprechen. Aber nur so viel. Leider Gottes ist es so, dass Kinder heutzutage Schlafstörungen haben. Und zwar eine ganze Bandbreite. Also die Ein- und Durchschlafstörungen werden auch bei Kindern häufiger, leider Gottes. Aber, und das wird so häufig übersehen, Kinder können auch Schlafapnoe haben. Also diese Atemaussetzer, die den Schlaf unterbrechen und die Schlafqualität, ich sage mal, sogar verhindern. Also, und dass das Kind dann tagsüber müde ist und dass das Kind dann tagsüber schlecht aufgelegt ist und schlechter lernen kann, das könnte alles mit einer Schlafstörung zu tun haben und das wird nicht oft genug berücksichtigt. Und Kinder träumen und träumen verbringen viel mehr Zeit im REM-Schlaf. Und wir haben schon gerade gesagt, wir träumen wahrscheinlich in verschiedenen Schlafstadien. Wir träumen aber mit Sicherheit im REM-Schlaf oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im REM-Schlaf. Und wir wissen, dass Kinder einfach einen viel leichteren Zugang zu den Träumen haben als Erwachsene und gerne ihre Träume auch erzählen. Und auch das würde ich unbedingt unterstützen wollen, denn man hat einen super Rapport mit dem Kind und das Kind fühlt sich verstanden, ernst genommen und wahrgenommen überhaupt, wenn ein Traum erzählt werden
kann oder auch wenn man als Kind aufmuntert, wie war das denn heute, was hast du denn heute erlebt? Und da muss man gar nichts interpretieren, ja, sondern einfach nur zuhören und vielleicht auch ein bisschen mitschwingen oder irgendwie einen Eindruck teilen. Aber wir gehen davon aus, dass wir, und das habe ich vorher gesagt, oder beziehungsweise angedeutet, dass wir durch und in den Träumen lernen. Und Kinder lernen ja ununterbrochen. Also. Ist es auch genauso bei Erwachsenen? Also wenn zum Beispiel uns ein Freund oder jemand von unserer Familie uns einen Traum erzählt, dass wir am besten nicht was reininterpretieren von uns oder irgendwas dazu sagen, sondern einfach zuhören und dabei sein. Genau, also so würde ich sagen, das ist eigentlich meistens das Wohltuendste, denn so eine richtige Interpretation oder ja, das ist deine Beziehung zu deiner Mutter, die sich hier abspielt, heute eigentlich für einen Übergriff. Ja, es ist die Fantasie einer Person, die sich zeigt und das ist was Fragiles, das ist was zutiefst Eigenes, Persönliches und eigentlich ein Vertrauensbeweis, wenn man es erzählt. Und ich glaube, da zuzuhören, mitzuschwingen, ist jemanden dabei zu begleiten, diese Bilder vielleicht zu vertiefen, das ist, glaube ich, das, womit man ja am besten ins Gespräch kommt. Meine, man kann dann schon sagen, und das ist eine unserer Techniken, also nicht nur unserer, sondern Techniken in der Traumwelt, zu sagen, ja, wenn das mein Traum wäre, Punkte, Punkte, Punkte. Ne? Dann kann man zwar sagen, was in einem selber vorgeht, denn natürlich schwingt man mit, wenn man mitschwingt, möchte man vielleicht sogar auch was dazu sagen, aber das ist ein, da ist man auf der sicheren Seite und sagt, ja, wenn ich das träumt hätte, dann würde man das und das denken. Und das ist dann keine solche Zuschreibung oder kein solcher Übergriff, den man da unternimmt, indem man sagt, ja, das bedeutet ganz sicher, du hast Angst vor Prüfungen oder so. Ne? Ja, und dann hat das noch offen genug, dass der Träumer, die Träumerin selber nochmal prüfen kann, ja, was kommt denn da bei mir in Schwingung und wie sehe ich denn das? Aber ich finde, dass der Traum ein herrliches Kommunikationsmittel ist und es eigentlich ums Zuhören geht und um ins Gespräch zu kommen. Ich habe noch eine Frage, ich muss das bei mir nachwirken, weil ich immer reagiere, auf egal was mir man sagt. Und dann bin ich auch so voll emotional und reagiere mit meinen Emotionen im ganzen Körper und Gesicht, weil es auch ja, ein super spannendes Feld ist. Aber also, ich hab nachgedacht, ist es auch bei Schlafcoaches so, dass zum Beispiel auch psychisch kranke Menschen kommen, die beeinträchtigt sind, zum Beispiel von Angststörungen und so weiter und so fort. Aber wenn die nicht durch deren Tag nicht so leicht durchkommen. Wie ist deren Zugang überhaupt zu der Traumwelt? Das kann ich mir noch schwieriger irgendwie vorstellen. Naja, also gestalttherapeutisch gesehen haben wir ja eine andere Form der Diagnostik. Und wir messen ja nicht nach dem ICD-10, sondern nach der Kontaktfähigkeit von der Person. Jedenfalls ist das der Versuch. Und da ist die Erfahrung, dass sehr viele Menschen, die als psychisch krank bezeichnet werden, sehr gerne und sehr viel auch Träume erinnern und auch gerne mit ihren Träumen ernst genommen werden würden oder gehört werden würden. Und jetzt, wenn man den Eindruck hat, dass die psychische Beeinträchtigung oder Erkrankung hochgradig ist, dann ist es wichtig, da sehr vorsichtig vorzugehen. Und ich sage einmal, jemanden, der schon ein Realitätsproblem hat, also eine Psychose meine ich damit, würde ich nicht so tief ins Traumgeschehen hinein begleiten. Oder würde das nicht anregen.
Aber bei jemandem, der zum Beispiel depressive Züge hat, da kann der Traum was Leichtes haben oder eine Leichtigkeit einbringen, die dann auch eine Psychodynamik in Gang bringen kann, zum Beispiel. Ja. Und da müsste man jetzt auch individuell oder halt pro CD10-Diagnosegruppe überlegen oder besprechen, wie würde ich denn da jetzt vorgehen. Also insofern wird auch klar, was das Träumen und auch das luzide Träumen oder wie mein zweiter Lehrer Paul Thole es genannt hat, das Klarträumen, der ja Gestaltpsychologe war und im deutschsprachigen Raum aktiv war und eigentlich schon mindestens gleichzeitig, aber wahrscheinlich ein paar Jahre vorher dieses Phänomen beschrieben hat, bevor Laberge noch dann die physiologischen Studien in Kalifornien durchgeführt hat. Das ist ja das, was wir auch immer, worauf wir immer wieder auch aufmerksam machen wollen, dass da was eine riesen Ressource brach liegt. Traumarbeit, luzides Träumen, auch für Menschen mit psychischen Erkrankungen, eine wunderbare Technik, entweder sozusagen den Selbstheilungstendenzen anzuregen oder zu verstärken. Aber man kann nicht ausschließen, dass eben dieses hohe Potenzial auch destruktives Potenzial hat. Daher sage ich immer, die Leute sollten begleitet werden von ausgebildeten, kompetenten Menschen, damit da eine destruktive innere Dynamik losbricht, die jemandem schadet. Das können wir nicht ausschließen. Mit Paul Thole, der in Frankfurt war, oder? An der Frankfurter Uni, da haben wir auch studiert. Dann kennen Sie ihn ja. Ich glaube, der lebt ja gar nicht mehr. Also ich meine, er ist mir ein Begriff und ich glaube, sein Buch heißt Schöpferisch Träumen. Ganz genau. Nein, der lebt, der ist, ich glaube, 1989 verstorben. Ja, genau, dem konnten wir leider nicht mehr lebendig begegnen, aber... Aber er war, glaube ich, sehr präsent dort, ne? In der Literatur auf jeden Fall. Begriff. Man hat von ihm gehört, nehme ich an. Ja, genau. Ja, ich habe auch sein Buch gelesen. Und da sind wir auch schon beim Thema. Klarträumen. Vielleicht könnten Sie ganz kurz erklären, was Klarträumen ist, für die, die vielleicht jetzt nicht wissen, was das ist. Genau, erstmal vielleicht das als Grundlage. Ja, also... Ich verwende das Wort Klartraum und die Bezeichnung luzides Träumen synonym und verstehe darunter einen Traum, während man schläft, in dem man erkennt, dass man träumt und dann noch eine zweite Bewusstseinsleistung dazu erwirbt, wie zum Beispiel das Gewahrsein zu entwickeln, dass man eine Entscheidung treffen kann, dass man die Wahl hat. Das waren auch, wie ich damals studiert habe, die Kriterien von Laberge und von Paul Thole. Ich habe ja so ein Interview zwischen den beiden geführt und das auch publiziert. Das, glaube ich, immer noch lesenswert sein könnte. Im Gestalt Theory, das ist das Journal, das die Gestaltpsychologen, die Gestalttheoretiker herausbringen. Damals war die Definition, im Traum zu erkennen, dass man träumt und zu wissen, dass man eine Entscheidung treffen kann. Zwei Komponenten von eigentlich Wachleistungen oder kognitiven Leistungen. Es hat sich leider Gottes so entwickelt, dass die meisten Kollegen, die in den letzten Jahrzehnten aktiv waren, was die Luzid-Traumforschung betrifft, sich begnügen mit, im Traum zu erkennen, dass man träumt. Das ist nach meiner Definition präluzid und ich treffe den Unterschied deshalb sehr gern, weil sich aus meiner Erfahrung, muss leider auch sagen Erfahrung, denn man müsste das jetzt wirklich epidemiologisch nochmal festhalten, vielleicht gelingt es auch, eigentlich der Traumzustand, das Empfinden des Traumzustandes sich dann erst ändert, wenn mindestens zwei dieser Kriterien, wie sie Paul Thole auch beschrieben hat, erfüllt sind. Und wenn man nur weiß, dass man träumt, ist das zwar auch schon was, sage ich mal, aber sehr häufig ändert sich damit jetzt nicht das Traumerleben eigentlich.
Aber beim richtigen Klardarm, aus meiner Sicht, erlebt man den Darm plötzlich intensiver, die Farben sind leuchtender. Oft wird der Darm auch als realer beschrieben. Und also realer im Sinne von vom Erleben her. Es kann rückwärts im Darm auch vor sich gehen, was jetzt surreal wirkt, aber von der Empfindung her ist er realer. Und daher nenne ich diesen Zustand auch gern paradoxes Träumen, weil Wachelemente im Traumzustand Raum nehmen. Und anders als andere Kollegen das sehen, sehe ich da nicht die Nähe zum Wachen. Manche sagen ja, das luzide Träumen ist ja fast wach. Sondern ganz im Gegenteil, ich sehe eine Vertiefung. Und sage, deshalb sage ich gern paradoxes Träumen dazu. Und sage auch, dass wahrscheinlich luzide Träumen anzusiedeln ist im Formenkreis der Trancen oder Hypnosen. Allerdings halt vom Schlaf herkommend und von der Trance würde man vom Wachen herkommen. Und möglicherweise stimmen auch beide Definitionen, aber diesen Zustand gibt es. Und dieses paradoxe Träumen gibt es. Und es ist ein Kriterium, das Paul Tholey auch genannt hat, dass man sich an den Traum erinnern wird. Und an den meisten, wenn es so ein Klartraum war, so ein expliziter, dann erinnert man diesen Traum auch. Und der ist auch ein Leben lang sehr eindrücklich, glaube ich, kann ich sagen. Und während einem präluziden Traum, ne, das hat man dann auch wieder vergessen, ne, dass man mal gewusst hat, dass man träumt, passiert jedem vierten Österreicher, haben wir schon 1993 festgestellt. Also das ist nicht so Seltenes, wie man glaubt. Nicht? Aber dann, dass der Traum wirklich diese intensive Qualität bekommt, das ist schon etwas, wofür man sich wahrscheinlich, oder warum man sich wahrscheinlich bemühen muss. Und es auch erst nach vielleicht einigen Trainings erfolgt. Klartraumtrainings meine ich jetzt. Aber es ist jedenfalls Thema geworden und ich freue mich sehr und würde mich sehr darüber oder freue mich sehr. Ich bin sicher, dass die Klartraumforschung in Zukunft noch viel mehr Aufmerksamkeit bekommt. Auch jetzt, wo man ja wieder zurückgekommen ist zu der Effektivität der halluzinogenen Substanzen. Nicht? Also man hat ja jetzt wieder festgestellt, wie rasch eine Verbesserung zum Beispiel bei einer Traumatisierung eintritt, wenn LSD gegeben wird und man die Person begleitet dabei, kompetent. Und das möchte ich auch betonen, diese Begleitung, die kompetente Begleitung ist auch beim luziden Träumen wichtig oder notwendig. Ja, es ist, denn bei den Foren bin ich immer unglücklicher, weil da hat man so das Gefühl, ja, man hat den schnellsten und besten und größten luziden Traum. Aber das halte ich eigentlich für einen Nachteil, ja, weil dieser zeigt irgendwie einen Stress und geht eigentlich an dem sehr vorbei, was dieser wunderbare Zustand für uns eigentlich sein kann. Und wenn es die Möglichkeit ist, pures Glück zu empfinden, diese Möglichkeit klar zu träumen, also im Traum zu erkennen, dass man träumt, bringt ja erstmal ganz viele Möglichkeiten mit sich, also wie so ein riesiger Spielplatz. Man kann fliegen, durch Wände gehen, Dinge erscheinen lassen und so weiter. Und so viel Spaß das macht und so viel Freude, wie das mit sich bringt, kann man da doch, und das hatten Sie gerade schon angedeutet, auch sehr grundlegend Themen angehen, also beispielsweise therapeutisch oder Themen wie traumatische Zustände, posttraumatische Belastungsstörungen etc. Wie würde sowas ablaufen? Also wenn jetzt jemand, nehmen wir das Beispiel vielleicht am besten, wenn jetzt jemand wie auch immer traumatisiert ist und in der Therapie mit Klarträumen gearbeitet wird, wie würde das ablaufen?
Ich würde so sagen, ich gehe eigentlich üblicherweise so vor, dass ich zuerst mal anrege, ein Traumtagebuch zu führen mit unserer Technik des Dream Sense Memory. Und dazu haben wir auch eine App gemacht, die auch so heißt, Dream Sense Memory, um Träumen überhaupt einmal ein bisschen besser selber auf die Spur zu kommen. Und ich sage nur mal sozusagen in der Nutshell, ich überlasse in meinen Therapien es den Klientinnen, wie sehr sie sich da auf das luzide Träumen einlassen wollen. Ich forciere es nicht. Ich halte es auch für sehr wertvoll, es nicht zu forcieren. Aber wenn das jemand gerne mag, dann sage ich den Leuten natürlich die Techniken, die mir bekannt sind. Ich hoffe, es sind alle. Sonst im Internet, in den Foren sieht man sehr viel. Aber ich bevorzuge, wenn es ums Vermitteln vom luziden Träumen geht, das Lesen, die Gruppe, das Feld, wie wir das nennen, denn nichts regt mehr an als ein luzider Traum von jemand anderen, den man kennt und dem man sich gemeinsam tagsüber, meine ich jetzt, einlässt. Weil natürlich träumt man dann alleine im eigenen Bett. Ne? Da begleitet man jetzt die Leute nicht, obwohl auch das wäre vielleicht einmal denkbar. Müssten wir alles erst entwickeln. Aber wenn man ja im Schlaflabor die Leute eigentlich auch begleitet hat. Ne? Und damals bei La Berge war ja die Idee, dass die Menschen im Schlaflabor eben links, rechts signalisieren, wenn sie beginnen klar zu träumen. Das war 1988. Und vorher sozusagen darauf Acht geben, wann sie ein Licht wahrnehmen oder ein im Traum verarbeitetes Licht. Und das war schon sehr überwältigend damals, wenn man so diesen Schalter betätigt hat. Und dann unmittelbar danach sieht man am Polysomnographenpapier das im EOG das Augensignal, also dass man da mit einem Träumer direkt kommuniziert, da kommunizieren kann, mit einem Luzidträumer jedenfalls. Das war schon spannend. Und insofern, ja, wer weiß, vielleicht könnte man Codes ausmachen oder Morse-Zeichen oder so, dass man dann vielleicht kommunizieren könnte. Aber ich fürchte, dass man dann schon als Träumer wahrscheinlich aufgewacht ist. Das ist dann doch vermutlich zu viel verlangt. Aber wer weiß, also vielleicht wäre das ja in Zukunft eine Technik, die man andenken könnte. Denn jetzt ist ja ein bisschen ein Boom eingetreten, bis zu Corona zumindest, dass man versucht hat, gerade die Träume auch, aber auch das luzide Träumen bei der Entwicklung der Bewusstseinsleistungen von Maschinen heranzuziehen und im Deep Learning sich abzuschauen, wie man die Träume nützen könnte, um Maschinen zu programmieren. Ich finde ja immer, das verstehe ich natürlich und das ist auch sehr wertvoll, glaube ich, aber man könnte genauso gut die Gestaltpsychologie hernehmen. Das finde ich auch ein Riesenfundus dafür. Schade darum, dass man das nicht macht bisher oder dass das bisher noch wenig aufgegriffen worden ist. Genau. Ja, also oft reicht es auch schon, überhaupt vom luziden Träumen zu erzählen. Und es ist ja so, dass wir heute wissen, dass die Wachfantasie, also was wir tagsüber fantasieren, auch in Bildern, von Bildern begleitet, einen Einfluss hat auf die Nachtfantasie, weil so kann man den Traum auch verstehen, als Nachtfantasie unter der Bedingung von Schlaf oder REM-Schlaf. Und diese Nachtfantasie dann auf die Wachfantasie einen Einfluss hat. Also da beginnt der Prozess beginnt eigentlich schon, wenn man darüber zu sprechen beginnt. Jetzt, wenn es ums Therapeutische geht, geht aber dann natürlich noch viel weiter. Und ich glaube, das wäre echt eine neue Sitzung wert. Ja, Sie haben recht. Ich habe ein bisschen die Uhr aus den Augen verloren, weil das Thema sehr spannend ist und ein Thema ist, das mich persönlich sehr, sehr, sehr interessiert. Genau, vielleicht schaffen wir es in der Zukunft ja nochmal irgendwie zu vertiefen. Das war auf jeden Fall schon sehr spannend. Ich bin sehr dankbar für dieses Gespräch und freue mich, dass wir die Möglichkeit hatten.
Vielen lieben Dank. Ich danke, es war ein sehr anregendes Gespräch auch für mich, weil wir gesehen, wie sehr es interessiert. Und da hat man dann immer Freude, wenn man dann ein bisschen vermitteln kann, was man so entwickelt hat. Ja, Wenn Sie Lust haben, ich habe so einen Newsletter-Verteiler und wenn Sie mir eine E-Mail schreiben, dass Sie das wollen, schicke ich Ihnen das gerne, Ihnen beiden, persönlich meine ich. Vielen Dank. Gerne. Vielleicht ganz kurz noch, wir werden alles verlinken, also die Bücher und Workshops und so weiter und auch die Möglichkeit für Newsletter etc. Großartig, da freue ich mich, super. Und gerne noch einmal Vertiefung in Richtung Traum oder Richtung Klarter. Vielen lieben Dank. Danke. Ja, ich danke, bin schon sehr gespannt, was Sie da machen. Ja. Und wenn Sie einen Klartraum haben in den nächsten Tagen, schreiben Sie mir es bitte. Oh ja, gerne. Könnte sein. Kann gut sein, ja. Genau. Dann Ihnen einen guten Termin gleich und einen guten Start in die neue Woche. Danke. Ihnen auch alles Liebe, alles Gute. Danke. Danke. Tschüss.